Und willkommen zurück bei Let's Play Cry of Fear mit den Custom-Kampagnen. Und letztes Mal hatten wir die Halloween-Collaboration und dieses Mal würde ich sagen, nehmen wir, weil die Kollaborationen ja so ganz cool waren, nehmen wir die Community-Collab. Oder? Ja, komm, machen wir. Und das wird jetzt wahrscheinlich die letzte Folge sein vor dem neuen Spiel. Was ich hier die ganze Zeit ankündige, ich Freak. So. Introduction. Hello, you are about to play the Cry of Fear. Hello. You are about to play the Cry of Fear Community Collab. This was a collaboration between 8 Cry of Fear Community Mappers. Cool. Arvutis Map. Dann muss das ja ziemlich cool sein. You got the lantern. Wenn das so viele Leute waren. Ich prügel die Scheiße aus dir raus, du Alte! Bilder. Gruselige Bilder. Und Michaels. Das kann ich nicht unterstützen. Ganz und gar nicht. Komm her. Immer schön ausweichen. Jawohl. Dann lebt man nämlich länger. So, haben wir hier irgendwas zum Heilen? Nee. Police line, do not cross. Hängt da ein Auto in der Wand? Okay, gut, das ist komisch. Das muss ich nicht verstehen. Du bist auch komisch. Hässliche, grausige Mona Lisa. Eine Spritz. Ja, toll. Ja, super. Toll. Dürfen wir alles nochmal von vorne machen? Yay. Huch. Okay. Man kann es überspringen. So, und die gnädige Frau hier vorne. Die umgehen wir auch einfach. Dann sparen wir uns nämlich Lebenspunkte. Hier nehmen wir uns jetzt einfach den Nightstick. Komm her, Michael. So, jetzt da unten den. Au. So. Dann holen wir nichts. Doch die Spritze und gehen gleich hier runter. Kommt er hier durch? Natürlich. Hä? Oh Gott! Ach du Scheiße! Chapter 2. Okay, die Lebensenergie wird auch hier wieder übernommen. Is that a flare? Ja. Wird wohl eine sein. It's empty. So, kann ich hier... Nee. I don't need to go back to the forest. Nee, danke. Das muss nicht sein. Aber eine Spritze und ein Rekorder, das ist schön. Yippie, speichern!
Ich wollte eigentlich das gruselige Bild ansehen, aber nein. Ja. Schön. Hi. Freddy. Was zum Teufel ist das? Water? Wer weint hier? Okay. Da geht's wieder zurück. Ah ja, hier können wir uns wieder die Klamotten aussuchen. So, und jetzt machen wir das mal so. Ich hoffe, wir sehen jetzt hier was. Natürlich nicht. Hallo? Dann muss ich wohl einmal die benutzen. Es ist natürlich jetzt echt scheiße, dass wir hier nichts sehen, ne? Das ist durchaus blöd. Und warum? Ja, wie soll ich mich fühlen? Scheiße! Hier kann ich wieder was sehen. Merkwürdig. Ganz strange. Like shit, right? Ja, so ein bisschen. So, Now you know my pain. You don't even know how... Who you are, you murder, was? Not amused, well, let's change it a bit, Halluzinationen! Hey! Hallo? Würdest du mal verrecken? So. Schon besser. Was? I'm giving it to you. Ach, das ist aber nett. Zu freundlich. Und wir haben auch eine ordentliche Anzahl an Spritzen hier zur Verfügung. Das ist, wirklich mal angenehm. So, jetzt erstmal das. Die Flinte laden wir kurz nach. Legen die auf die 2. Die auf die 1. Das ist nämlich dann extrem von Vorteil. Wenn wir die einfach so wechseln können. Und warum gibt es hier so viel Munition? Okay, ich kann keine mehr mitnehmen, das ist ja krass. Okay. Inventory full, ja, warte mal. Wir droppen mal das Ding, so dass... Die legen wir dann auf die 3. Ach, wie krass. Warum hier so viel Munition? Aber warum frag ich? Ja. Yeah. Genau deshalb. Genau aus diesem Grund. Oh.
Ich muss wechseln. Einer noch. Hui. A Tricky Carney. Achso, den hatten wir auch schon. Vielmehr dem seine Map. Hier haben wir nichts. Doch. Inventory full. Dann Moment, warte mal. Ich muss kurz was ablegen. So, denn... Hier gibt es die schicke Lampe. So. Die brauchen wir. Vielmehr, die ist ganz nützlich. So. Zack. Es werde Licht. Ein Fakt. Hallo. Ich hätte gerne. Ach krass. Ein Tonbandgerät. Bitte gib mir doch ein Tonbandgerät. Bitte. 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 Oder stirb halt. Ist das ein Bücherfreak? Okay, ist ein Bücherfreak. Stirb, Büchertyp! Tot ist er und wir haben keine Munition mehr gleich. Ach ja, hi! Hallo, Lady! Noch eine? Was ist das? Ein kleiner Griecher. Und noch ein Kriecher. Jawohl, ein Schuss noch. Hui. Ist halt praktisch nur mit der Lampe. Okay, kommt her, kommt her. Bin der beste Schütze der Welt. Ohne Munition. Jawohl. So. So geht das. Die haben wir auch noch. Aber gut, jetzt nehmen wir erstmal die Schrotflinte. Und haben wir da schon wieder Schrotflintenmunition? Ja. Gut, meinetwegen. Dann warte mal, dann packen wir die gerade mal auf die 1, denn für die Glock haben wir ja keine Muni mehr. Es ist Terror Simon. Terror Simon ist tot. Okay, von hinten kommt keiner. Hallo Büchertyp. Hallo. Noch einer. Auch tot. Der sieht schon freakig aus, ne? Richtig abgefahren. Noch welche. Kommen wir darauf. Aber mit der Schrotflinte klappt das echt ganz gut. Hinein! Noch mehr? Kommen wir darauf. So viele Spritzen. Das ist echt unglaublich. So, die ist nachgeladen. Dann warte mal. Noch einen. Was? Wo kam der bitte her? Und warum ruckelt's hier so? Da ist die Alte. So einer auch noch. Immer her mit euch. Puh, das wäre es eben beinahe gewesen. Der blöden Selbstmordtante.
Da sind Michaels. Warte mal, ich versuche mal gerade hier mit. Hier sind Kinder. Pam! Die guten alten Kinder. Die hatten wir auch lange nicht mehr, ne? Seit No More Room in Hell gab es hier keine Kinder mehr zu erschießen. Da ist die schreiende Lady. So, komm, leihen wir das Ding nochmal nach. Chapter 4, Tazu. Hier ist das Inventar jetzt weg. Da drüben ist ein Tonbandgerät. Das ist ganz gut. Und ich habe das Gefühl, das Ganze wird wieder so lang. Ah, so lang gehen wie die letzte Folge. Ist was drin? Nein. Hallo. Schade. Ich dachte eigentlich, der bleibt da drin. Spritze. Das ist schlecht. Hallo? Ich kann mich gar nicht erschießen. Madame. Huch. Hier schießt jemand auf uns. Was war das? Was ist hier los? So, du kleiner Kacker. Ja. Da drüben sind wir hergekommen. Gehen wir nochmal hier lang. Dann hier so rum. Ach, hier ist die alte. Das ist natürlich schon fies, die hinter Wänden zu platzieren, ne? Das ist echt gemein. Denn die können ja diesen Einfluss anscheinend dann auch durch die Wände hin ausüben. Ausgang. Irgendwas. Hallo? Irgendwo bitte ein Ausgang. Toll. Ein Glock-Magazin, das ist sehr nett, aber das hilft mir jetzt auch nicht unbedingt weiter, aber ich denke, ich muss da lang. Cool. Die Glock hat keinen Sound mehr. Hervorragend. Haben wir endlich Ruhe. Tot ist er. Das ist ein bisschen blöd, aber na, egal. Werden wir schon überleben. Haben wir halt eine schallgedämpfte Waffe jetzt. Hier geht's auch nicht lang. Jetzt nicht verarschen. Hier waren wir noch nicht. Auch nichts. Dann, warte mal. Da war der Weg hier so. Verwirrt. Verwirrt ich bin. Und zwar sehr. Ist irgendwie lustig. Bisschen blöd nur, dass die Gegner hier nicht sterben und sich nicht wehren. Irgendwie. Hallo? Stirbst du mal? Jetzt ist er endlich tot. Hä? Muss ich das verstehen? Nein. Muss ich nicht. Muss ich verstehen, wo ich hier bin? Nein.
Muss ich auch nicht. Denn ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich hier gerade hinlaufe. Und das ist richtig fies. Ach, da kommen wir her, oder? Kann das sein? Oder ist das... Ach doch, da kommen wir her. Puh, yay, toll! Ganz und gar nicht toll. Das ist wirklich überhaupt rein gar nicht toll. Denn Labyrinthe machen keinen Spaß. Labyrinthe machen sowas von überhaupt gar keinen Spaß. Das glaubst du gar nicht. Also ich finde es jetzt zumindest nicht irgendwie toll. Ach, ist das etwa der Ausweg? Warte mal, wir gehen jetzt einfach hier rein. Er sieht so aus, als ob es der Ausweg wäre. Nur was ist hier los? Warum tun die uns nichts mehr? Das ist die Frage, die ich mir hier gerade stelle. Warum sind die alle so nett zu uns? Hier ist wieder ein Fackel-Simon. Und schlechte Performance! Chapter 5, Areshka! Ich speichere mal. Saving Process. Haben wir die Waffe noch? Nein, mir nicht. You are so fucked. Ja. Ich hätte vielleicht die Lampe mitnehmen sollen, ich Trottel. Hui, noch ein Labyrinth, yay. Das ist... toll. Ich hab keine Ahnung, wo ich hingehe. Er freut sich, dass wir hier in dem scheiß Labyrinth umherirren. Ich werde nicht sterben. Ich werde durch die Tür entkommen. Und niemand hält mich da von ab. Chapter 6. Nalopex. Hatten wir auch schon mal. Pillen und eine Flashlight und ein... Oh, fucked Mace. Und ein Tonbandgerät. Wake up! Wake up, sweet Susie, wake up. Warum habe ich immer solche merkwürdigen Lieder hier bei dem Spiel im Kopf? Kann mir das einer erklären? Ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären. So. Endlich. Nochmal Dual-Wield, damit wir auch was sehen. Wie sie sehen sie nichts, außer eine Tür. Und wie sie sehen... So. Dann prügel ich dich halt kaputt. Dual-Wield! Das war doof. Das war richtig doof. Denn wir müssen ja hier wieder klopfen. Hallo, stirb, Tür, stirb. Pom, pom, pom. Du wählst. Und was erwartet uns im nächsten Raum? Okay, das ist einfach nur sowas, oder wie?
Sehe ich das richtig? Ist das einfach nur sowas wie eine Arena-Map? Es sieht so aus. Huch. 6483. Ach, der ist immer noch da aufgeschrieben. Ist ja lustig. 6483, Tatsache. Okay. Dann weiter. Ist ein bisschen nervig. Aber mal was anderes. Kann man hier nicht auch so durch? Ja, kann man. Okay. Alles gut. Wir und unsere Schalldämpfer-Pistole schaffen das. Das ist gut. Nein. Das gute deckte Geleit. Was jetzt verschwunden ist? Na, ich wollte gerade sagen. Zack. Das ist hervorragend. So. Weiter geht's hier. Kann ich da nicht schon durch? Nein, kann ich nicht. Hallo. Na gut, machen wir es halt so. Kurz Auge jucken. Bäm, 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 bäm. Das finde ich gar nicht nett. Das ist ganz und gar nicht nett. Um besonders mich jetzt hier mit einem Schuss zurückzulassen. Pam, den können wir uns sparen. So, die nehmen wir mal. Rein damit. Glaube ich auch ein ziemlich ekliges Gefühl, sich einfach so eine Spritze so quer hier unten in den Arm zu jagen. Stell ich mir sehr unangenehm vor. Armer Simon. Simon, was tust du nur mit deinem Körper? So. Okay. Der nächste Raum wartet mit Kindern, die wir wieder mit der schallgedämpften Pistole töten. Gut, jetzt haben wir wahrscheinlich gleich verkackt, weil wir keine Munition mehr haben. Ist aber wahrscheinlich Absicht, ne? Das wird Absicht sein, weil das jetzt wahrscheinlich der letzte Raum war, hoffe ich. Denn du glaubst gar nicht, wie nervig das ist, wenn wir jetzt verkacken und alles nochmal von vorne machen müssen. Sledgehammer! Was bist du, der Slenderman? Okay, wir haben immer noch zwei. Was hat er denn dafür? Okay. Strange. Richtig strange. Noch stranger. Okay, wir gehen einfach. Scheiß drauf, wir gehen. Chapter 7, Seawina. Die hat... Ah! Die hatten wir auch schon mal. Und eigentlich habe ich hier Munition, aber ich kann nicht nachladen. Strange. Ich will nachladen. Irgendjemand hat hier den Hund nicht gefüttert. Der Arme hechelt ja schon. Wie so ein Verrückter. Watamata, nix. Eine olle Stube. Das Geatmen ist echt eklig.
Da hinten steht der Doktor. Ach, wie nett. Und hier kommt das Geatme her. Kann ich jetzt nachladen vielleicht? Ich kann die Waffe nicht nachladen. Naja. Egal. Scheiß drauf. Hallo? Nehm halt diese. Seid ihr total irre? Ich gehe einfach hier raus. Ja, klar. Die können natürlich durch Wände gehen. Ist natürlich ganz klar. Die Monster hier bei Cryo 4 machen das. Kann ich hier auch durch Wände gehen? Nein. Ich kann es nicht. Boah. Das ist voll scheiße. Wir gehen einfach zum Doktor. Denn ich glaube, die Räume hier bringen uns nichts Gutes. Der Doktor wahrscheinlich auch nicht. Ah, oh, dieses Garten, Alter. Hey! Das ist ganz schön strange alles hier. Besonders, dass es hier dunkel wird überall. Da ist der Doktor wieder. Hallo! Lass mich raus! So, wir brauchen... Wir brauchen eine Spritze. Da verschwenden wir nur unsere Munition. Da war der Doktor, da war das. Und hier wird's dunkel. I need a key! Fick dich! Hier ist nix. Ich könnte natürlich auch ganz am Anfang speichern, glaube ich. Hier ist auch kein Key. Nur warum greifen uns manche Monster nicht an? Das ist ganz merkwürdig. Da liegt was. Ein Key und eine Spritze. Die wir uns sofort reinhauen. Denn ich habe keine Lust, jetzt hier zu sterben. So, ist das der Key, den wir da vorne brauchen? Backdoor Key. The tag says Backdoor. Aha. Wird er sein? Jawohl! Hinein! Chapter 8? Bist du es? Es ist... gar kein Chapter. Oder es ist ein größeres Chapter und deshalb lädt es so lange. Aber ich glaube, es hat sich verabschiedet. Ja. Half-Life Lunch reagiert nicht. Wir warten mal auf Antwort des Programmes, aber ich glaube... Das war es. Ja, das schließen wir. Gut, schade. Ich mache dann hier erstmal Pause und versuche das nochmal irgendwie hinzukriegen. Bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Tschüss. Und da bin ich zurück. Ich habe das Ganze nochmal bis hierher nachgespielt. Und man kann... hier tatsächlich durch. Und eigentlich müsste das Spiel jetzt sich nicht aufhaken. Genau. So, des Weiteren ist das hier eine Nachtsichtfunktion. Das ist ganz witzig.
Die hatten wir nämlich eben irgendwie eingeschaltet und ich war verwundert, wo das herkommt. So. Jetzt geht's hier weiter im Text. Das müsste dann auch... die letzte Teilkampagne hier sein. You got the Hawkey. Okay. Okay, okay. Was ist das? Ach, es ist wieder die Mina. Wer sonst? So. Mit dem Schlüssel kommen wir dann mit Sicherheit hier hinein. Und wir haben viel Munition für den Revolver. Was ja irgendwie komisch ist. Hui! Hallo? Die hatten wir auch lange nicht mehr. Die alten Ekel-Ladies. Okay. Eine weitere Tür. Und ich glaube, wir könnten die Nachtsicht auch mal absetzen. Denn ohne ist es irgendwie cooler. Ah, hi. Tentakeln hier, Tentakeln da. Ab in den dunklen Schacht. Fallerie, fallera. Und jetzt die Nachtsicht nochmal auf, denn hier bräuchten wir sie. Cool gemacht im Übrigen. Pam! Hab ich dich! Haha, wie eine Vorahnung. Hallo, ihr zwei. Da kann ich rein. Und es bringt mir nichts außer den Segen, Mann! Hallo. Okay. Alles unter Kontrolle. Juckende Auge mal wieder. Da geht es nicht rein. Oder doch? Aber es wartet ein Kriecher. Noch einer. Okay, mit einem Schuss liegen die um. Das ist ganz cool. Da oben haben wir sogar ein Bett. Ist ja alles da. Und einen kopflosen Michael. Ja, ist klar. Hallo. Schade, den kann ich gar keinen Kopfschuss verpassen. So, laden wir erstmal ganz entspannt nach und dann legen wir ihn um. So. Das Bett hört man immer noch. Und man kann hier wirklich in alle Türen rein. Das ist merkwürdig. Munition! Und eine Leiter. Und ein Michael. Und ich erschrecke mich irgendwie gar nicht mehr. Was ist denn hier los? Das kommt wahrscheinlich davon, wenn du das über 2 Stunden lang spielst, dann ist es irgendwann so ein bisschen... ein bisschen lahm. Weil man halt echt dann abgehärtet ist. So, hier war das Bett. Stirb! Du unheiliges Bett. Da ist sogar noch eins, verdammt. Hallo? Ich hab nur noch 5 Schuss, verdammt. Du musst mal sterben. So. Jetzt habe ich gar keine mehr. In einem kleinen Augenblick. Deshalb knüppel ich den mal zu Tode. So, das ging ja ganz gut. Munition? Natürlich nicht. Ach so, die Leiter. Hm? Ich wollte gerade sagen, ein Ausweg bitte. Yippie! Hinaus! Freiheit!
Und ein nächstes Bett wartet hier. Ja. Toll. Ist das jetzt echt dein Ernst? Oh, wirklich? Ach. Ach. Ach nee, na. Ach. Oh, das ist nicht lustig. Das ist echt nicht schön. Also wenn man hier dann ständig alle Sachen nochmal neu machen muss, ist das echt nicht cool. Das ist nicht cool. Das mag ich nicht. Denn dann könnte man auch einfach einen Speicherpunkt mal machen. Aber gut, ja. Der Sinn ist es wahrscheinlich, dass hier eben als Herausforderung zu gestalten, und da braucht man dann eben keine Speicherpunkte. Guten Tag! Allerdings ist das schon blöd. So, ganz ohne. Zumindest wenn man dann am Ende verkackt. Und wir merken uns, wir können den Kettensägen-Hannes nicht töten. Ich hätte einfach weiterlaufen müssen. Pam! Pam! Hier hinten gab es, glaube ich, doch die Leiter. Leiter gab es hier, die Leiter. Ach, komm schon. Der Michael darf durch Wände gehen. Natürlich. Komm her! Nimm das! Hallo. Genau, das Ding mal kurz ab. Das kurz nachgeladen. Aber wir versuchen das jetzt noch einmal. Denn, das irgendwie noch 100 Mal zu versuchen, ist irgendwie doof. Das ist irgendwie blöd, ne? Aber gut. Jetzt wissen wir ja, dass da ein Kettensägenmann wartet. Wir sind ja jetzt vorgewarnt. Bett, 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 Bett. Bett, 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 Bett. Nase jucken. Hier war noch einer, ne? Der gute Mann. So. Hier hinaus. So. Hier die Leiter. Das ziehen wir kurz aus. Ich gehe noch mal kurz hier zurück, aber die eine Tür war ja abgeschlossen hier, ne? Ja. Okay. Mütze richten. Hinaus. Wir laufen einfach weiter. Hier ist auch gar kein Kettensägenmann gewesen jetzt gerade. Komisch. Okay. Meinetwegen habe ich nichts dagegen. Wenn der nicht auftaucht. So, wir haben nur noch 5 Schuss. Na ja, toll. Jetzt muss... Oh, muss jede Kugel sitzen. Und Spritzen haben wir auch nicht. Wenn wir das jetzt...
nochmal von vorne machen müssen. Dein Goldsisch. Nein! Warte mal, ich lade mal nach. Komm schon! Nein! Ach komm schon! Ach komm schon! Ach nee! Oh nee! Nee, hab ich keine Lust drauf jetzt gerade, wirklich nicht. Nee, 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 nee. Das muss nicht sein. Dann sitzen wir morgen früh noch hier. Ich verabschiede mich. Das war jetzt eh die letzte. Ich glaube, wir wären sowieso bald am Ende gewesen. Ich verabschiede mich und wir sehen uns dann wahrscheinlich nicht nochmal bei den Custom-Kampagnen wieder, sondern in einem neuen Spiel. Also, bis dann. Ciao.